ich hab gesagt, ich gehe perfekt drauf. Hoppala. Okay. Leck mich. LOL. Wo kommst du denn her? Ist hier mir die ganzen scheiß Wicket hergelaufen? Der ist ja krass drauf. Egal, zwei erfolgreiche Mikiri-Konter. Ich frag mich, ob ich bei dem auch einen Mikiri-Konter machen kann. Das wäre natürlich Opti. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich probier's mal. Okay, du fokussierst nicht mich, super. Du gehst auch nicht auf mich, super. Komm her. Hi. Bei dem kann ich kein Mikiri-Konter machen. Also da nicht. Alter. Okay. Ha. So. Mein alter Freund. Yuzo. Lass mich doch lieben. Nee, das mag ich nicht. Stein. Ich bin eine Biene. Nein, da wollte ich das Mikiri-Konter machen. Egal, komm, ein, gebe ich ihm noch. Dann hau ich mir Kügelchen rein. Ich bin da fast reingerannt. Ist das, bin ich weit genug außen? Ja, okay. Gibst du noch einen? Okay. Dann kriegst du einen, zapp, zapp. Einen kriegst du und weg. Doppel. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob du mich mit Kiri machen kann. Ein. Und weg. Ein und weg. Ein und weg. Er rennt. Doppel. Und weg. Ah, nee, das ist zu schnell. Zap. Ja, und noch ein. Und ein. Und weg. Ich weiß nicht, ob ich da einen Mikiri-Konter mache. Das Problem ist, machen könnte. Das Problem ist, wenn ich da fehle, bin ich halt so tot. Ein. Und weg. Zap. Und. Na, da hätte ich gerne noch einen zweiten gehabt, dann wäre ich sicher. Und zapp und ein und geh mich auf den Sack. Zapp. Ah, ich muss noch da. Okay, das war nur einer. Zapp. Und nee. Zapp und fuck.
Ich hätte nach hinten weggemusst. Okay. Nein, wo ist die Kamera? Die Kamera muss auf. Ein und weg. Oh lol, der hat nicht gesessen. Mann, das war dumm. Warum? Ah, das. Au, oh, das war unnötig. Okay, und noch einmal. Ein und weg. Zap. Nee. Immer sichere Distanz. Ich wollte springen. Fuck. Zu spät gesprungen. Und stampf und zap. Laufen. Okay. Und schlagen. Zap. Okay. Beim nächsten kann ich ihn, glaube ich, down. Also den ersten Lebenspunkt abziehen. Und schlagen. Ah, Arschgeige. Scheiße, ich habe keine Kügelchen mehr. Was macht der? Er spuckt, okay. Okay. Nein. Zu greedy, wenn ich da jetzt hingehe. Okay, nur ein. Ah, jetzt spuckt der mehr, okay. Muss er dann noch mehr trinken? Ein und weg. Das ist halt critical. Also ich kann mir maximal einen Treffer, glaube ich, erlauben. Wenn ich Pech habe, reicht. Oh, Doppel. Nein, da ist eine Treppe. Treffer. Er spuckt. Mann, warum hat er nicht getroffen? Nein. Ein. Und weg. Stampfer. Was machst du jetzt? Okay, zap. Okay, nur ein. Trinkst. Kriegst du ein Doppel. Huhu. Was dann? Doppel. Schwinger, Stampfer und Schlag und ein. Und zwei und ein. Laufen. Und zap. Oh, und machst du noch einen? Nein, du machst keinen, dann greif ich dich eigentlich an. Okay, du trinkst. Und weg. Okay, du spuckst. Ich bin reingelaufen, aber zum Glück nur kurz. Okay, zap. Okay, machst nur einen. Zap. Und zap. Jetzt, dass ich aus diesem Sprint diesen Slide-Angriff habe. Übelst hilfreich. Oh, das war assi. Ich glaube, ich habe ihn wütend gemacht. Ja. Okay, er spuckt. Ein bisschen mir die Fläche frei halten. Und hauen. Und ich hau einmal. Ich wäre so geneigt, da einen Mikiri-Konter zu machen. Ha. Nur einmal. Der Rest ist zu greedy. Also wie gesagt, wenn ihr mich noch einmal hittet, bin ich sowas von Geschichte. Hast du zweimal? Kann ich dich nämlich einmal hauen. Perfekt, danke Yuzo. Bist du ein echter Freund. LOL! War das ein neues Movement oder hat es sich jetzt so komisch gedreht? Weil wenn es ein neues Movement ist, halt kriege ich echt... Und hauen bitte. Kriege ich echt Probleme. Okay, dieser Slide-Angriff, also dass ich aus dem Sprinten so einen geduckten Slide-Angriff mache, das hilft mir gerade.
Nochmal. Jawohl. Und danke. Und weg bin ich. Ja, kannst ruhig deinen 3 cm Sprint ruhig reinhauen. Trinkst du nochmal eine Runde? Ah, oh, komm schon. Nur einmal hauen. Ach, hau doch zweimal bitte. Das war knapp. Und einmal hauen. Und ich hau dich auch einmal. Danke. Ja, dein 3 cm Sprint interessiert hier keinen. Ich muss aufpassen, was ich jetzt hier mache, Alter. Na, und stampfen, stampfen und hauen. Und kriegst einen von mir reingewirkt. Perfekt. Was machst du jetzt? Dein Karateschlag und den Schwinger. Hoha. Der hat auch so ein langes Gerät da hängen, Alter. Also, das klang jetzt irgendwie falsch. Stampfer und hauen. Und kriegst einen von mir. Ich will nicht gütigen. Ich will hier jetzt nichts riskieren. Nein. Nein. Weg, 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 weg. So, komm. Hau nochmal. Nach, komm schon. Du hast Angst, dass ich dich töte, ne? Aha. Merkst du selber. Stampfer. Hauen. Verdammte Scheiße. Gott, ist das ein Wichser. Ich würde jetzt am liebsten so losschreien, aber wir haben halb zwölf, also nachts. Ich glaube, da kriege ich ein bisschen Ärger. Eine Flasche voll trüben, unkultivierten Sake. Sake ist zum Teil da. Dieser trübe Sake ist von Ishin Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell zu betrunken zu machen. Eine lose Gebärdsbälle. Ah, nice. Skillpoint bekommen. Holy shit. Jetzt können wir hier durch. Oh, wenn jetzt hier Gegner sind, dann habe ich übelstes Problem. Ah ne, du bist nur eine Kerze. Okay, ist kein Gegner. Das ist eine Buddha-Statue. Scheiß auf alles, Buddha-Statue. Oh. Erstmal rasten. Holy. Ach, was bist du denn? Der Sohn des Uhus. Ich bin kein Sohn des Uhus. Glaube ich. Ich bin der Wolf. Mehr und mehr. Ich wollte einfach nicht mehr aufhören, nicht aufhören. Boah, meine Hände zittern. Jetzt mal no joke. Ah. Der Junge Herr befindet sich tief im Wohnhaus. Ist Inosuke nicht der... Das kann man nie wissen, der Herr könnte dich brauchen. Warum? Also... Wie gesagt, das frage ich mich auch bei jedem Horrorfilm. Guckt euch den Laden hier mal an. Alle. Ermordet. Ist der wieder der Säufer? Ah nein. Okay, die anderen sind mir scheißegal. Oh, die kriege ich irgendwie down. Aber... Weißt du, und sie kauert sich dahin? So, als ob sie keinen besseren Ort zum Verstecken geht. So, hier, dahinter, hier, da. Wäre schon 400 Mal besser. So. Oh, Gegner. Du bist Bogenschütze. Okay, du fällst einfach doof um. Reden. Ihr, der junge Herr, ist... Nicht hingehen. Das heißt, für uns, wir gehen dahin. Boah, Yuzu, dieser Ficke. Schreckliche Illusionsmagie. Nur Knallsam können sie bezwingen. Knallsam.
Schneisamen. Lärchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt. Nützlich, um Illusionszeichen zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren, muss man den Schöpfer der Illusion besiegen. Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Ich glaube, dann tue ich mal Knallsamen. Ach, diese Asche kann ich, glaube ich, wegtun. Knallsamen tue ich mal aufs Schnellradar. Was ist das denn hier? Tatami beschreiten. Ach, beiseite. Aber das ist ja ganz unauffällig. Wer hat das denn da hingelegt? Ich renne jetzt mal einfach rein in der Hoffnung, dass da keine sind. Öffnen. Verschlossen. Heißt, wir brauchen Schlüssel. Mit dem werde ich wahrscheinlich irgendwo anders in der Erinnerung finden. Weil es gab hier noch einen Weg, wo dieser eine Typ war, für den ich extra den Mikiri-Konter gelernt habe. Ich glaube, das mache ich aber jetzt nicht mehr heute. Ich habe endlich Yuzu den... Nicht den Trinker, sondern den scheiß dummen Arschgeige. Das war nicht richtig gedeutscht. Die scheiß dumme Arschgeige. Besiegt. Ich glaube, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.